Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Boss-Guide-Reihe für die Prüfung des Kreuzfahrers. Hier bekommt ihr einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fähigkeiten, ob ihr auf etwas Besonderes vorbereitet sein müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt im komprimierten Format. Außerdem machen wir am Ende des Videos nochmal einen Schwenker zum heroischen Modus und den entsprechenden Änderungen dort. Wenn ihr nur einen Crashkurs haben wollt und keine genaue Erklärung der Fähigkeiten, springt gerne einfach zum Abschnitt Ablauf. Wenn ihr Lust auf mehr WoW-Inhalte habt, Videos gibt's regelmäßig, daher lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, hier geht's eher darum, einen Überblick zu bekommen oder aber das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen. Die gezeigten Empfehlungen und Taktiken gibt es sicherlich in verschiedenen Formaten. Ich zeige hier lediglich eine Möglichkeit. Sprich, es wird nicht auf absolut alle Eventualitäten eingegangen. Da das nun geklärt ist, ab zum dritten Boss. Die Fraktionschampions. Diese Gegner hier stellen so eine kleine Besonderheit dar und keinen normalen Kampf. Daher gibt's hier eher eine Prio-Liste bzw. Empfehlungen. Die Taktik ist so ein bisschen schwieriger darzustellen, weil wir hier andere Regeln haben als bei den meisten Bossen, aber der Kampf wird umso einfacher, umso länger er geht, da wir dann immer weniger Gegner haben werden. Am Anfang haben wir nämlich 10 davon. Aber kommen wir erstmal zur Zusammenstellung. Wir benötigen 4 bis 5 Heiler und der Rest ist eigentlich komplett euch überlassen. Dadurch, dass wir die Bosse nicht wirklich tanken können, ist es hier eigentlich egal, ob wir Tanks dabei haben oder nicht. Ich empfehle trotzdem 2 dabei zu haben. Warum, da kommen wir nochmal später zu. Der Rest ist dann logischerweise DDs. Im 10er ist es genauso, ich empfehle hier aber auch 2 Heiler, einen Tank und den Rest DDs. Diesmal kommen wir am Anfang nicht zu den Fähigkeiten, sondern erstmal zu allgemeinen Infos. Warum ist der Bosskampf erstmal anders? Blizzard hat hier versucht, einen PvP-Kampf nachzumachen, also eine große Arena, bloß halt, dass wir 10 gegen 25 kämpfen, und hat hier einfach ein, zwei Regeln verändert. Und wir kämpfen quasi gegen normale Klassen, wie jeder sie spielen kann, und das mit entsprechend den gleichen Fähigkeiten. Diese sind allerdings nicht nur zum Angreifen und Heilen da, sondern auch zum CC'en, also so Sachen wie uns in ein Schaf zu packen und zu verbannen, in Furcht zu packen und so weiter. Und daher müssen wir hier ein bisschen umdenken. Okay, kommen wir erstmal zu allgemeinen Tipps. Alle Gegner können CC'd werden und das sollten wir auch tun. Allerdings unterliegen sie den Diminishing Return, das heißt unsere Fähigkeiten wirken so wie im PvP, also zum einen deutlich kürzer und zum anderen ist nach dem dritten Mal erstmal Schluss mit dem gleichen CC und es muss was anderes gemacht werden, um den gleichen Gegner aufzuhalten. Die Bosse haben alle paar Sekunden einen Aggro-Reset, daher ist hier ein normales Tanken auch nicht möglich. Außerdem hat die KI noch zusätzlich bestimmte Trigger, die es dazu bringt, ihr aktuelles Aggro-Ziel zu verlassen und zu wechseln. Zum Beispiel, wenn jemand von uns niedrige HP hat, kann es einfach passieren, dass sofort einige von denen sich direkt auf einen Spieler fokussieren. Generell sollte man nicht zusammen knubbeln oder neben vielen von den Champions stehen, da man sonst auch leicht in den Fokus geraten kann und einfach umgehauen wird. Eine eigene Insigne kann hier allerdings ganz interessant sein, um aus brenzligen Situationen einfach hinauszukommen. Daher überlegt euch, gerade als Heiler, ob ihr diese nicht anziehen wollt. Ansonsten können aber auch fast alle Effekte von Mitspielern entfernt werden. Die Gegner selber haben eine eigene Insigne, die auf einen 5-Minuten-Timer liegt. Sie können sich also durchaus auch einmal selber aus dem CC befreien. Aber wie genau wollen wir jetzt starten? Die 10 Bosse setzen sich aus einer zufälligen Auswahl je Woche zusammen, wobei 3 davon immer Heiler sind. Der Rest wird einfach gewürfelt. Ich teile die Gegner in 3 Kategorien ein. Einmal die Heiler, die wir als erstes fokussieren wollen und wie gesagt immer 3 von da sind. Dann die Nahkämpfer bzw. NPCs mit physischen Schaden, die wir direkt danach machen und bis dahin im CC halten sollten. Und der Rest, was im Groben die Caster sind. Fangen wir mit den Heilern an. Diese können so ziemlich die Hauptfähigkeiten der entsprechenden Klassen bzw. Skillungen. Wir können einen Druiden, einen Paladin, einen Schaman und einen Disziplinpriester als Heiler haben. Sofern ihr einen Druiden, also einen Baum dabei habt, sollte dieser als erstes gefokust werden oder aber dauerhaft unter Kontrolle gehalten. Verbann vom Hexenmeister eignet sich hier besonders gut. Der Grund dafür ist, dass viele von den Heilungen Sofortzauber sind, wir sie also nicht unterbrechen können und genau das ist bei den Gegnern hier unsere Aufgabe. Das, was diese Gegner nervig macht, wer hätte es gedacht, sind die Heilungen. Und da wir 3 Stück von denen haben, können wir sie nicht einfach machen lassen, weil die Heilungen sind recht stark. Das heißt, wir nehmen 1 bis 2 Leute, die unterbrechen können und schicken sie auf jeweils einen der Heiler. Ziel ist es, dass absolut keine Heilung durchkommt. Schurken eignen sich hier besonders gut, da sie nicht nur kicken können, sondern auch betäuben, desorientieren oder blenden. All diese Fähigkeiten sollten auch eingesetzt werden, damit die Heiler unter Kontrolle sind. Zusätzlich können aber auch die anderen Heiler Spontanzauber wie Erneuern bzw. das Schild vom Priester. Entfernt jegliche Effekte von unserem Fokusziel. Am besten teilt ihr direkt jemanden ein, der immer einen Blick auf unser Ziel hat, um alles an Buffs von diesen runterzunehmen. Die Heiler können außerdem Sachen wie den Hammer der Gerechtigkeit, Hand des Schutzes, physischer Schrei und Verhexen auf uns machen. Diese Effekte sollten sofort von unseren Mitkämpfern entfernt werden. Sie selber können diese Effekte aber auch entfernen, daher rechnet damit, dass eure CCs früher beendet sind, als ihr denkt und diese erneuert werden müssen. Denkt bitte auch
daran, dass sowohl das Gottesschild vom Paladin als auch der Eisblock vom Magier mit zerschmetterndem Wurf bzw. Massenbannung entfernt werden kann. Gerade beim Paladin ist es wichtig, damit er sich nicht einfach wieder voll heilt. Der Schamanenheiler sollte auch, sofern anwesend, das zweite Ziel von uns sein. Seine Heilung und das Erdschild sind recht stark, aber vor allem stellt er dauerhaft Totems. Für die Totems solltet ihr auch jemanden abstellen, da diese die Gegner schon ganz schön stark buffen. Okay, also erst den Druiden, dann den Schamanen und dann alles andere, was heilt. Und danach ist die nächste Prio bei den Nahkämpfern bzw. physischen DDs. Und damit machen wir auch direkt weiter. Unsere nächsten Gegner sind Todesritter, Jäger, Retripaler, Schurke, Verstärker, Schamane und der Krieger. All diese Gegner sollten, solange wir die Heiler töten, in Sachen wie Furcht, Verwandlungs- oder Verlangsamungseffekte gepackt werden. Also Schaf, Verhexen, Furcht, Eisketten, Fallen und so weiter. Diese Gegner haben die Angewohnheit, sich ein Ziel auszusuchen und dann zu dritt oder zu viert es einfach runterzukloppen. Das wollen wir natürlich verhindern. Hier solltet ihr vielleicht Zweierteams bilden, um diese möglichst dauerhaft zu binden. Da wir hier die PvP-Regeln haben, kann das aber einer alleine in der Regel nur mäßig machen. Daher sollte dann sowas wie nach dreimal Furcht zum Beispiel dreimal Schaf kommen. Effekte wie Wurzeln vom Druiden oder Jägerfallen eignen sich hier natürlich auch sehr gut. All diese Gegner können recht gut raushauen und gerade der Schurke kann mit seinem Schattenschritt sehr ungünstig auf einmal hinter einem Stoffi stehen. Wenn ihr als Tank einen Deathkrieger dabei habt, kann dieser hervorragend mit 1 bis 2 von denen spielen gehen, da er durch Kniesehne, Schockwelle, erschütternder Schlag, Ansturm und Abfangen generell eine Art Schweizer Armeemesser ist. Aber auch die anderen Tanks eignen sich dafür ganz gut, von daher müssen sie nicht zwanghaft umskillen. Wichtig ist, dass Sachen wie zornige Vergeltung, Gottesschild oder Kampfrausch bzw. Heldentum sofort von denen entfernt werden, da sonst die Chance sehr hoch ist, dass Leute von uns sterben. Gerade Heldentum bzw. Kampfrausch muss sofort mit Massenbannung entfernt werden. Unsere Killreihenfolge hier ist wie folgt. Als erstes den Schurken, da der Schaden echt hoch ist und mit seinem Schattenschritt er quasi jeden, der gerade wenig Leben hat, umhauen kann. Als zweites den Krieger, auch hier hoher Schaden, aber zusätzlich noch AOE-Fähigkeiten und einen Furchteffekt. Als nächstes den Vergelterpaler, der hat neben seinem Schaden mit Hand des Schutzes, Hammer der Gerechtigkeit, Buße und Zorn der Gerechtigkeit eine Menge nerviger Sachen und zusätzlich noch göttlicher Sturm, um mehrere Ziele zu treffen. Dann den Todesritter, der kann mit seinem Todesgriff schnell mal einen Stoffi rausziehen und den umhauen. Und dann alles andere. Bei dem Schaman muss aber auch hier darauf geachtet werden, dass die Totems entfernt werden. Auch die sind nämlich ziemlich stark. Wie gesagt, schaut, dass ihr möglichst viele davon beschäftigt bekommt, während ihr die Heiler umhaut. Wenn ihr die Heilungen der Gegner gut unterbrecht bzw. die Buffs von ihnen entfernt, ist es auch kein Problem, DDs dafür abzustellen. 3 bis 4 dieser Nahkämpfer sollten dauerhaft in irgendeiner Form von CC sein. Und wenn sie doch mal zu nahe kommen sollten, nutzt sowohl eure eigenen Fähigkeiten wie Furcht- oder Betäubungseffekte oder aber die defensiven CDs, wenn ihr seht, dass gerade 3 Gegner auf euch zustürmen. Der Jäger sollte möglichst immer in einem Kontrolleffekt stecken, da er mehr oder weniger von überall aus Schaden machen kann und nicht an seinen Gegner ranlaufen muss. Und beim Krieger, DK, Verstärker und Vergelter kann ganz gut mit Verlangsamungs- und Wurzeleffekten gearbeitet werden. Diese sollten aber erstmal ein bisschen nach hinten gezogen werden, was ein bisschen friemlich sein kann, damit sie einen gewissen Laufweg haben, wenn sie das Ziel wechseln. Und in der Zeit kann man sie dann wieder versuchen zu kontrollieren. Wenn der Schurke auf euch zukommt oder sich halt einfach teleportiert, nutzt alles, was ihr habt, um zu verhindern, dass er Schaden macht. Gut, dann kommen wir zum Rest, Fernkämpfer bzw. Caster. Es ist jetzt nicht so, dass die gar nichts können. Die sind aber im Grunde schon ein Stück weniger gefährlich als die Nahkämpfer. Sie nerven halt mit ihren CC-Effekten wie Furcht, Schaf, Frostnova, Wurzeln, Wirbelsturm und so weiter, aber die meisten Effekte davon können wir halt einfach mit einem Klick wieder entfernen. Und genau das sollten wir auch dauerhaft tun. Alles, was wir in irgendeiner Form an Magieeffekten, Flüchen, Giften oder was auch immer entfernen können, einfach dauerhaft entfernen. Generell können wir hier einen Magier, eine Eule, einen Schattenpriester und einen Hexenmeister haben. Der Hexenmeister ist hierbei tatsächlich noch am gefährlichsten und zwar durch sein Höllenfeuer. Es macht eine ganze Menge Schaden, aber schaut einfach, dass er jemanden abstellt, der ein Auge darauf hat. Also am besten ihn einfach ins Fokus nimmt. Und wenn er dann anfangen sollte, das zu machen, einfach unterbrechen. Das Höllenfeuer ist ein ziemlich starker AOE-Effekt, aber wie gesagt, wenn ihr das einfach sofort unterbrecht, ist das auch kein Problem mehr. Alles an überschüssigen CC-Effekten kann und sollte gerne auf die geworfen werden. Da die meisten Nahkämpfer eher gekitet werden, nutzt alles, was ihr noch habt, um diese dann daran zu hindern, Schaden zu machen. Ein Spieler mit wenig HP löst in der KI den Effekt aus, dass die Nahkämpfer auf diesen wechseln wollen. Und auch das wollen wir möglichst selten. Das heißt, wenn die gegnerischen Fernkämpfer einfach in Ruhe Schaden machen können und einen von uns relativ low hauen, dann macht der Schurke im Zweifel Schattenschritt und macht ihn dann ganz tot. Auch das wollen wir natürlich nicht. Gut, kommen wir einmal zum Ablauf von A bis Z.
Der gesamte Kampf dreht sich darum, Ordnung in ein Chaos zu bringen, aber in einer heilen Welt sieht das folgendermaßen aus. Zum Pol habt ihr im Idealfall einen DK, der einfach mit zehrende Kälte reinrennt und so schon mal einige CC bzw. sie dazu zwingt, einige Fähigkeiten zu nutzen. Danach gehen die eingeteilten Kicker zu ihren Heilern und unterbrechen alles, was dort an Heilung rauskommen will. Bei den Nahkämpfern sollte erst gewartet werden, bis sie ein wenig weg von der Masse sind, um sie dann mit Wurzeln und Verlangsamungseffekten hinten von den eingeteilten Leuten zu binden. Dafür bieten sich die Tanks oder extra DKs, Krieger und Druiden an. Auch Jägerfallen sind hilfreich. Das kann hier schon ein bisschen eklig sein, weil so einfach ziehen lassen sie sich nicht, von daher bietet sich sowas wie der Todesgriff vom DK auch hier ganz gut an. Und der gegnerische Jäger sollte einfach dauerhaft im Schaf bzw. in Furchteffekten sein. Die gegnerischen Fernkämpfer werden den gesamten Kampf über von unseren CC-Effekten wie Schaf, Furcht oder Fallen aus dem Kampf genommen, um den Schaden von diesen zu minimieren. Und alles, was wir an schädlichen Effekten im Raid haben, muss sofort entfernt werden. Wir starten damit, die drei Heiler zu töten, wobei wir, sofern vorhanden, erst den Druidenheiler machen, dann den Schamanen und dann das, was übrig ist. Kurz nach Start des Kampfes sollten wir auch unbedingt Kampfrausch bzw. Heldentum ziehen. Wenn die Heiler tot sind, knüpfen wir uns nach und nach die Nahkämpfer vor. Freigewordene Kicker können dann gerne auf die gegnerischen Zauberklassen gehen, sofern ihr nicht so viele CC-Möglichkeiten habt. Die Reihenfolge ist hier Schurke, Krieger, Vergelter, Todesritter und dann alles andere. Wobei immer zu beachten ist, dass gegnerische Totems möglichst schnell umgehauen werden. Sofern die Nahkämpfer sich ein Ziel gemeinsam ausgesucht haben und auf einen Spieler losrennen, macht alles, um diese aufzuhalten und wieder zu binden. Betroffene Spieler sollten auch ihre defensiven CDs dafür nutzen, sofern die Gegner daneben einstehen. Wenn auch diese tot sind, ist der Kampf so ziemlich vorbei. Denn dann macht ihr nur noch die restlichen wenigen Gegner tot. Und da der Kampf umso leichter wird, umso mehr Gegner weg sind, sollte das hier auch keine Herausforderung mehr darstellen. Und anschließend habt ihr einen der kuriosesten Kämpfe in Lichtking geschafft. Kommen wir zum Hero-Modus. Hier gibt es nicht wirklich viel. Natürlich haben die Gegner mehr HP und Schaden, was gerade die Nahkämpfer noch gefährlicher macht, aber im Grunde sind sie gleich. Einige Quellen zeigen, dass sie die 5-Minuten-Insignie nur im Hero-Modus verwenden. Auf dem PTR sah das allerdings anders aus, von daher rechnet damit. Genauso wie der Windshorn vom Verstärker-Schaman oder das Anstürmen von Krieger. So oder so ändert sich der Kampf aber nicht wirklich durch diese Mechaniken, sondern wie gesagt nur durch den Schaden, HP und Heilung der Gegner. Und Änderungen im 10er gibt es eigentlich nur eine, und zwar haben wir hier statt 10 6 Gegner. Die Reihenfolge bleibt aber die gleiche, daher gibt's hier auch nichts Spektakuläres. Okay, damit haben wir den dritten Boss von der Prüfung des Kreuzfahrers durch. Ich hoffe, ich konnte eine Auffrischung für den Boss geben und ihr könnt nun voll in die dritte Phase von Lichtking starten. Und für alle, die noch mehr sehen wollen, alle Bosse der Phase werden von mir einen Guide erhalten. Würde mich freuen, wenn ihr erneut einschaltet. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch bei den Raid-Bossen und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.